Hallo Leute, willkommen bei Hallo Deutsch. Ich bin Karina, eine Deutschlehrerin und ich unterrichte auch online. Also online private Stunden und online auf YouTube, sodass ihr auch zwischen euren Deutschstunden Deutsch lernen könnt. Heute geht es um das Thema lokale Präpositionen. Wenn du lokale Präpositionen verwendest, musst du auf zwei Dinge achten. Beantwortet dein Satz die Frage wo? Wo bist du? Wie? Wo bist du, Anna? Dann sprechen wir hier über eine Ortsangabe und wir müssen den Dativ verwenden. Also, bei wo findet keine Bewegung statt? Allerdings, wenn unser Satz die Frage wohin, also wohin gehst du, beantwortet, dann müssen wir den Akkusativ verwenden. Hier findet eine Bewegung statt, wie zum Beispiel, wohin gehst du? Ich gehe in die Stadt. Ich fliege nach München. Ich fahre nach Wien. Genau. Also, bei der Frage wohin müssen wir den Akkusativ im Objekt verwenden. Nina, was macht Nina? Nina hängt das Bild an die Wand. Also die Wand im Nominativ bleibt auch die im Akkusativ. So. Nun gucken wir uns die Übung hier unten an. Hier haben wir das Beispiel, sie stellt die Lampe in und Ecke. Gut, zuerst müssen wir mal rausfinden, welchen Artikel hat Ecke. Im Nominativ ist es die Ecke sowie im Dativ. Entschuldigt, sowie im Akkusativ. Die Ecke. Also müssen wir hier die verwenden. Sie stellt die Lampe in die Ecke. Die Lampe wird bewegt. Dann Beispiel Nummer 2. Sie stellt die Lampe auf und Tisch. Gut. Nun müssen wir wieder nachdenken, welchen Artikel hat Tisch? Tisch ist maskulin, der Tisch. So, hier ändert sich der Artikel zu den. Im Akkusativ ist es den. Also, sie stellt die Lampe auf den Tisch. Gut, dann geht's weiter mit Nummer 3. Sie stellt die Lampe neben Stuhl. So, Stuhl ist maskulin, der Stuhl. Das wird wieder zu den Stuhl. Sie stellt die Lampe neben den Stuhl. Dann haben wir auch ein Beispiel für das Sofa. Das bleibt im Akkusativ auch das. Sie stellt die Lampe neben das Sofa. Gut, nun haben wir hier die, der und das. Nun brauchen wir auch einen Plural. Singular das Bett, Plural die Betten. Auch im Akkusativ bleibt es die. Sie stellt die Lampe zwischen die Betten. Gut. So, das war's für heute. Vielen Dank. Ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt bitte hier unten abonnieren oder auch subscribe. Gut, vielen Dank. Tschüss.